Suchen Sie nach einem Weg zur Heilung und Befreiung, der Ihr Leben verändert? Dann bereiten Sie sich auf eine spirituelle Reise mit einem mächtigen Gebet vor, das der Beginn einer tiefgreifenden Veränderung verspricht. Indem wir uns im Glauben vereinen und um göttliches Eingreifen bitten, fordern wir nicht nur körperliche, emotionale und spirituelle Heilung, sondern öffnen auch unsere Herzen, um den Frieden und Trost zu empfangen, der nur von oben kommt. Dies ist der Moment, Ihre Zweifel beiseite zu legen und sich für die Möglichkeit einer vollständigen Erneuerung durch die regenerierende Berührung des Heiligen Geistes zu öffnen. Auf der Grundlage von Psalm 23 bitten wir Gott, uns auf Wegen der Wiederherstellung zu führen und unser Leben mit seiner heilenden Gegenwart zu erfüllen. Beginnen wir dieses Gebet mit Erwartung, bereit, Zeugen der wiederherstellenden Kraft Gottes in Aktion zu sein. Jetzt rufe ich dazu auf, dass wir alle mit Inbrunst und Einheit unsere Herzen und Stimmen in Harmonie erheben, um diese heilige Schrift zu verkünden. Lassen Sie die Tiefe dieses Wortes in uns widerhallen und bereiten Sie unsere Geister auf den heiligen Moment des Gebets vor, der kommen wird. Tauchen wir gemeinsam in diesen erleuchteten Abschnitt ein, lassen wir sein Licht unsere Schritte leiten und unsere Überzeugung stärken. Dann kommen Sie, lasst uns beten. Die Bibel sagt in Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Inmitten des Aufruhrs und der Widrigkeiten dieser Welt, wo Krankheiten, Stress und spirituelle Herausforderungen uns oft belasten, wird der Bedarf nach einer heilenden Berührung und Freiheit in unseren Herzen dringend spürbar. Konfrontiert mit Hindernissen, die unsere körperliche, mentale und spirituelle Gesundheit betreffen, ist es lebensnotwendig, Zuflucht und Erneuerung in den Händen Gottes zu suchen. Dieses Gebet lädt uns ein, einen Schritt auf unseren himmlischen Vater zuzugehen, um seine wundersame Gnade zu erflehen, die uns heilen und befreien kann, uns die Gelassenheit und das ganzheitliche Wohlbefinden bringend, das nur er zu bieten hat. Mit Psalm 23, einem kostbaren Schatz und Quelle des Trosts in den Schriften, werden wir tief von den Themen Heilung und Freiheit berührt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lässt mich auf grünen Auen ruhen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Dieser Psalm bestätigt uns nicht nur die Versorgung und Sicherheit, die Gott bietet, sondern auch sein Versprechen, unser Sein zu erfrischen und uns auf Pfaden der Gerechtigkeit zu führen, selbst in den härtesten Prüfungen. Er hält Gottes Engagement für unsere vollständige Fürsorge wider, Körper, Geist und Seele, unter der liebevollen Wacht des guten Hirten. O ewiger und höchster Vater, vor deiner Größe stellen wir uns auf, mit offenen Herzen und sehnenden Seelen, flehend um dein Mitgefühl, um uns Heilung und Befreiung zu gewähren. Mit demütigem Geist und unerschütterlichem Glauben übergeben wir dir unsere tiefsten Leiden, die Ängste, die unser Wesen zerreißen, die Krankheiten, die unseren Körper und unsere Seele heimsuchen, sowie die verborgenen Fesseln, die unsere wahre Freiheit einschränken. In deiner Großzügigkeit und grenzenlosen Stärke sehnen wir uns nach deiner belebenden Berührung, die nur von dir kommen kann, und vertrauen voll und ganz auf deine Fähigkeit, unser Klagen in Feier und unsere Verwüstung in Pracht zu verwandeln. Wir drücken unsere tiefe Dankbarkeit aus, o Herr, für dein Versprechen der Fürsorge und Unterstützung, so liebevoll offenbart in Psalm 23.
Führe uns dazu, den Frieden zu verstehen und zu umarmen, der entsteht, wenn wir in deinen üppigen Feldern ruhen, die Ruhe neben stillen Wassern, wo deine Gegenwart sich als Oase für unsere erschöpften Geister offenbart. In dieser heiligen Begegnung mit dir mögen wir von deinem tröstenden Heil umhüllt werden, durch deine erneuernde Kraft belebt und durch die Hoffnung, die wieder aufblüht, inspiriert werden, uns vollständig revitalisierend, damit dein Licht in uns auf unserem Weg strahlt. Wir flehen, dass in unseren dunkelsten Momenten, wenn die Schatten des Tals unseren Glauben bedrohen, deine Führung und Unterstützung der Frieden und die Orientierung sind, die wir benötigen. Dass in den Kämpfen gegen Krankheit und Angst deine ständige Gegenwart das Leuchtfeuer sei, das die Dunkelheit vertreibt, die Wärme, die das Eis der Einsamkeit schmilzt, und der Schild, der uns vor Angst bewahrt. Unter deinem Schutz und deiner Obhut mögen wir jeder Herausforderung mit der Gewissheit begegnen, dass deine Güte und Liebe uns alle Tage unseres Lebens begleiten werden und dass wir in deiner Wohnung unseren ewigen Zufluchtsort finden. In diesem heiligen Moment des Gebets und der Bitte rufe ich jeden auf, über die Aspekte seines Lebens nachzudenken, die nach der verjüngenden Berührung des Vaters verlangen. Ob sie nun Heilung für ein körperliches Leiden suchen, Freiheit von spirituellen Fesseln begehren oder nach dem Frieden streben, der jedes Verständnis übersteigt, teilen sie in den Kommentaren auf der Suche nach seiner Heilung, Freiheit begehrend oder auf der Suche nach Frieden. Indem wir unsere Sorgen teilen und unsere Stimmen gemeinsam erheben, bilden wir eine Gemeinschaft unerschütterlichen Glaubens, die sich gegenseitig unterstützt und die Wunder bezeugt, die Gott in unserem Leben wirkt und uns Heilung, Freiheit und einen Frieden bringt, der nur in seinem Schoß zu finden ist. Wie können wir die Herausforderungen und Schatten dieses Lebens meistern, uns auf die göttliche Verheißung der Wiederherstellung, Freiheit und Gelassenheit konzentrierend? Indem wir uns dem Gebet hingeben, sind wir aufgerufen, eine wahre Glaubensreise zu beginnen, die die göttliche Macht offenbart, unsere Realität zu ändern, von dunklen Tälern zu grünen Wiesen. Lasst uns gemeinsam auf diesem spirituellen Pfad wandeln, wo jeder Schritt ein Ausdruck des Glaubens ist, jedes Gebet eine Chance, das Wunder der göttlichen Liebe in Aktion zu erleben, uns immer näher an seine heilende und friedensstiftende Gnade führend. Herr, unser herrlicher Retter und Heiler, vereinen wir unsere Stimmen in einem leidenschaftlichen Aufruf nach einer Eingießung deines Heiligen Geistes, der wie ein erfrischender Sturm über jeden von uns kommen möge, die so ersehnte Heilung bringend. Möge diese himmlische Brise unser ganzes Wesen durchstreifen, jede Zelle, jedes Organ und jedes System mit deiner heilenden Energie erneuernd, uns mit der wesentlichen Vitalität für eine vollständige Erholung ausstattend, in perfekter Harmonie mit deinem göttlichen Willen. Wir bitten, dass Gesundheit in ihrer Ganzheit in unserem Leben offenbart wird, als ein beredtes Zeugnis deiner regenerierenden Kraft und deiner unendlichen Barmherzigkeit. In deiner glorreichen Gegenwart, Gott der Liebe, sehnen wir uns nach der Wiederherstellung unserer erschütterten Gefühle und Emotionen. Möge deine heilende Salbe das Innerste unserer Seelen erreichen, Narben der Vergangenheit heilend, angesammelte Bitterkeit auflösend und Schmerz durch deinen höchsten Frieden ersetzend. Befreie uns vom Joch der Unruhe, den Schatten tiefer Traurigkeit und jeglichen Emotionen, die das Leuchten deiner Freude in unseren Herzen verdunkeln. Mögen unsere Geister und Gedanken in Christus Jesus erneuert werden, umhüllt vom Frieden, der jedes Verständnis übersteigt, und geleitet auf einem Weg der emotionalen Heilung und spirituellen Erneuerung. Wir flehen zudem um unsere spirituelle Befreiung, damit die Fesseln, die unsere Freiheit in dir einschränken, für immer gebrochen werden. Rette uns vor jeder Art von Unterdrückung, den Süchten, die uns einsperren, und den hinterlistigen Fallen des Gegners. Mögen wir in der majestätischen Freiheit der Kinder Gottes umhüllt sein, triumphierend voranschreitend und das überfließende Leben genießend, das du uns versprochen hast.
Möge unsere Befreiung deine Oberhoheit bezeugen, deine erlösende Liebe aufzeigen und uns mit erneuerter Kraft unserem Schicksal und der Hoffnung entgegenführen, die du für uns bereitet hast. In diesem Moment der Einheit und neu entfachten Glaubens laden wir alle ein, ihre Erfahrungen und Gebetsanliegen in den Kommentaren zu teilen. Wenn sie nach körperlicher Heilung, emotionaler Genesung oder geistlicher Befreiung suchen, lassen sie es uns wissen, damit wir als treue Gemeinschaft füreinander eintreten können. Indem wir unsere Gebete erheben, mögen wir das göttliche Wirken zu unseren Gunsten bezeugen, uns Heilung, Befreiung und die Ruhe bringend, die nur er bieten kann. Vor den Herausforderungen des Lebens, wie können wir uns noch mehr der transformierenden Kraft des Heiligen Geistes öffnen, auf der Suche nach der Heilung und Befreiung, die uns verwandeln? Begleiten Sie uns auf dieser spirituellen Expedition, während wir nach himmlischer Macht für eine umfassende Heilung suchen, Körper, Geist und Seele. Möge jedes erhobene Gebet ein Schritt in Richtung der von Gott versprochenen vollständigen Genesung sein, uns die Fülle des Lebens erleben lassend, die er für jeden von uns vorgesehen hat. Vereint kultivieren wir einen Glauben, der Barrieren überwindet, zuversichtlich in der Verheißung, dass wir in Gott die Heilung und Freiheit finden werden, nach denen wir so sehr streben. O Gott der unvergleichlichen Liebe und ewigen Wahrheit, möge deine Gnade und Treue das Heilmittel sein, das unsere niedergeschlagenen Seelen heilt. Wie das heilige Öl, das Davids Haupt salbte und ihn für deine Ehre und Mission kennzeichnete, möge deine Salbung über uns kommen und uns ganz bedecken. Möge diese Salbung von oben den Beginn eines tiefen Heilungsprozesses in uns einleiten, uns von jeglichem Gefängnis befreien und in unser Leben einen reichlichen Strom von Segnungen gießen. Möge diese göttliche Berührung jeden Teil unseres Seins erneuern und eine Metamorphose bewirken, die deine Großzügigkeit und endlose Barmherzigkeit widerspiegelt. Mit erneuerter Hoffnung erinnern wir uns an die biblischen Berichte, die deine beeindruckende Fähigkeit zur Heilung und Verwandlung zeigen. Inspiriert von der Geschichte der Frau, die durch Berührung des Saums deines Gewandes sofort geheilt wurde, bitten wir, dass unser Glaube ebenso gestärkt werde. Mögen wir von dem Glauben angetrieben werden, dass du die ewige Quelle aller Wiederherstellung und Befreiung bist. Möge unser Verlangen nach deiner belebenden Berührung uns motivieren, dich unablässig zu suchen, vollständiges Vertrauen in deinen Willen und deine Fähigkeit setzend, heute Wunder in unserem Leben zu wirken. Unterweise uns, o gütiger Vater, die Pfade des Gehorsams und der Reinheit zu beschreiten, in unserem Innersten einen Tempel zu errichten, der deiner Wohnung würdig ist. Mögen unsere Körper und Seelen gereinigt und vollständig deinem Lob gewidmet sein, unser Leben zu einem annehmbaren Opfer für dich machend. Möge Heiligkeit und Integrität unsere Kennzeichen sein, ein günstiges Klima für deine grenzenlose Gegenwart schaffend. Möge unser Alltag dein Licht ausstrahlen, andere zur Erkenntnis deiner Wahrheit und deiner erlösenden Liebe führend. Ich lade jeden ein, über die Auswirkung der Salbung Gottes in ihrem Leben nachzudenken und in den Kommentaren einen Moment zu teilen, in dem sie die Kraft des Glaubens in Aktion erlebten. Sei es durch ein berührt durch den Glauben, eine erfahrene Heilung anerkennend oder geweiht in Reinheit, als Gelübde, näher bei Gott zu wandeln. Indem wir diese Zeugnisse und Entschlüsse teilen, stärken wir unsere Glaubensgemeinschaft, ermutigen einander, in Fülle und Segen zu leben, unter der Gnade und Wahrheit des Herrn. Wie können wir ein Leben fördern, das von tiefem Glauben und Gehorsam geprägt ist, uns in wahre Gefäße der göttlichen Segnungen von Heilung und Befreiung verwandelnd? Jetzt ist es an der Zeit, uns Gott mit aufrichtigen Herzen zu nähern, nach seiner Salbung zu verlangen und danach zu streben, auf eine Weise zu leben, die seine Gegenwart in unserer Mitte verherrlicht. Kommen Sie mit uns auf diesem Glaubensweg, während wir gemeinsam lernen, die Fülle der göttlichen Heilung zu erreichen und in Heiligkeit vor dem Herrn zu wandeln,
sodass jeder Teil unseres Lebens als lebendiges Zeugnis seiner verwandelnden Liebe und restaurativen Kraft dient. O ewiger Vater, dessen Treue die Zeiten überdauert, unser Wunsch ist es, dass ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Erhebung unser Sein durchflutet und zum Kern unserer Reaktion auf all die Segnungen wird, die du uns großzügig gewährt hast. Selbst bevor wir die Wunder der Heilung und Befreiung in unserem Leben bezeugen, entscheiden wir uns, Lobgesänge an dich zu richten, fest in deiner ständigen Treue, das großartige Werk, das du in uns begonnen hast, zu vollenden. Möge unsere vorwegnehmende Anbetung unseren Glauben repräsentieren, als ein Zeichen unseres Vertrauens in deine Versprechen von Vollständigkeit und Gesundheit. Wir orientieren uns an der beispielhaften Ausdauer Hiobs, der auch inmitten von Prüfungen resilient blieb, voller Glauben und Hoffnung. Von ihm lernen wir, unsere Widrigkeiten mit Ruhe und Beharrlichkeit zu begegnen, im Wissen, dass du der Gott bist, der nicht nur wiederherstellt, sondern auch diejenigen reichlich segnet, die bedingungslos auf dich vertrauen. Möge unser Weg zur Heilung diesen unerschütterlichen Glauben widerspiegeln, erbaut auf dem Fundament deiner Verheißungen, jedes Hindernis mit der erneuerten Hoffnung deines treuen Eingreifens begegnend. Gewähre uns, o Herr, göttliche Weisheit und scharfe Einsicht, um den Wegen zu folgen, die uns auf eine Weise zur Heilung führen, die deinen Namen verherrlicht, sei es durch medizinische Fortschritte, die transformative Kraft des Gebets oder die bereichernde spirituelle Unterstützung. In jeder Entscheidung und jedem Schritt hin zu unserer Genesung und Freiheit sei unser Vertrauen fest in dich verankert, den höchsten Heiler, dessen Hände die Macht besitzen zu heilen, zu befreien und alles neu zu machen. Ich lade alle ein, über die Kraft nachzudenken, die von Dankbarkeit und Lobpreis ausgeht, selbst in Zeiten der Herausforderung. Teilt in den Kommentaren Dankbarkeit im Voraus, wenn ihr Dankbarkeit übt, bevor die Heilung manifest wird, oder Weg des Glaubens, um eure Entschlossenheit auszudrücken, den Wegen zu folgen, die Gott für eure Heilung vorgezeichnet hat. Möge unser Austausch jeden in der Gemeinschaft ermutigen und stärken, auf dem Glaubensweg zu verharren, mit Blick auf Gottes Treue, das wunderbare Werk zu vollenden, das er in uns begonnen hat. Wie können wir unsere Herzen im Glauben und im Lobpreis verankern, selbst bevor Heilung und Befreiung sich materialisieren? Diese Einladung zur Meditation ermutigt uns, über das Sichtbare hinauszublicken, im Vertrauen auf Gottes Beständigkeit bei uns. Inspiriert von Hiobs Geduld und himmlischer Einsicht sind wir aufgerufen, uns auf eine Heilungsreise zu begeben, die den Namen des Herrn bei jedem Schritt erhebt. Begleitet uns auf diesem Glaubensweg, wo jeder Ausdruck des vorwegnehmenden Lobpreises und jede von göttlicher Weisheit geleitete Entscheidung das Gewebe unseres Lebens durchweben, die herrliche Hoffnung widerspiegelnd, die wir in ihm setzen, dem großen Arzt unserer Seelen. Himmlischer Vater, der du uns berufen hast, das Licht der Welt und das Salz der Erde zu sein, bitten wir, dass unsere Leben wahre Zeugen deiner immensen Macht zu heilen und zu befreien sein mögen. Mögen wir, gleich der frühen Kirche, lebendige Kanäle deiner Gnade sein, die Größe deiner Herrlichkeit so klar und greifbar widerspiegelnd, dass andere natürlich zum tiefen Verständnis deiner Gnade und bedingungslosen Liebe hingezogen werden. Mögen unsere Taten des Glaubens und der Barmherzigkeit wie ein Echo deiner Güte und Barmherzigkeit widerhallen, diejenigen um uns herum inspirierend, deine Gegenwart zu suchen, die wahre Quelle aller Verwandlung und Erlösung. Über jeden Wunsch nach körperlicher, emotionaler oder spiritueller Heilung hinaus stellen wir unsere tiefe Sehnsucht nach dir, guter Hirte, dessen Führung perfekt ist und dessen Wiederherstellung unserer Seelen vollständig. Möge unser größter Schatz nicht in irdischen Segnungen gefunden werden, sondern im Reichtum der Gemeinschaft mit dir, auf den Pfaden der Gerechtigkeit, die du für die Herrlichkeit deines Namens vorgezeichnet hast.
Möge unser Durst nach dir uns zu stillen Wassern und grünen Weiden führen, wo wir unter deiner liebevollen Fürsorge Ruhe und Erneuerung finden. Wir schließen dieses Gebet, indem wir unsere von Hoffnung erfüllten Herzen zum Thron der Gnade erheben, im vollen Vertrauen darauf, dass du, Herr, jedes Flehen hörst und gemäß deinem perfekten und souveränen Willen antwortest. Im Namen Jesu Christi, unseres Erlösers und Erlösers, drücken wir unser aufrichtiges Amen aus, im Wissen, dass unsere Bitten und Sehnsüchte sicher in deinen Händen liegen. Mögen wir standhaft im Glauben bleiben, getragen von der Hoffnung, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind und dass deine ständige Gegenwart das wahre Ziel unserer Seele ist. In diesem Moment der Einheit und des Glaubens lade ich alle ein, zu teilen, wie sie Zeugen der Macht Gottes in ihrem Leben sein möchten. Sei es Widerspiegelung seiner Herrlichkeit, wenn du danach strebst, Gottes Liebe anderen wiederzuspiegeln, oder durstig nach seiner Gegenwart, wenn dein Herz vor allem nach dem guten Hirten verlangt. Teile deine Gedanken in den Kommentaren, vereint in einer Gemeinschaft von Gläubigen, die entschlossen sind, gemäß den göttlichen Absichten zu leben, einander ermutigend, der Gegenwart Gottes nachzujagen, der wahren Quelle der Heilung, Befreiung und Gerechtigkeit. Wie können wir, dem Beispiel der frühen Kirche folgend, lebendige Zeugen der transformierenden Kraft Gottes in einer Welt, die Hoffnung und Liebe benötigt, werden? Mit dem Abschluss dieses Gebets sind wir eingeladen, tiefer in das Herz Gottes einzutauchen, bestrebt, Spiegelungen seiner Herrlichkeit und Liebe in all unseren Handlungen zu sein. Begleite uns auf dieser Entdeckungsreise und Bestimmung, wo jeder Schritt uns unserem Ziel in Christus näher bringt, leuchtende Lichter in einer dunklen Welt zu sein, geführt vom guten Hirten auf Wegen der Gerechtigkeit, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.